Erfolgsfaktoren in Kundenprozessen. Wir sehen vier digitale Kundenprozesse, drei davon sind operative Interaktionsprozesse, das dritte ist die Datenanalyse. Und die operativen Auswertungsprozesse sind zum einen die digitale Lead-Generierung. Da ist unserer Meinung nach der Erfolgsfaktor ein lückenloses Controlling bis hin zum Customer Lifetime Value. Also bis zum ersten Kauf und bis zum Customer Lifetime Value, bis zur Ermittlung davon. Erst dann weiß ich, was dieser Lead-Kanal mir wirklich gebracht hat. Also dann weiß ich es richtig, vorher habe ich eine Ahnung. Also Controlling in diesem ersten Schritt, digitale Lead-Generierung. Zweites ist digitale Kaufanstöße, digitale Kundenbindung. Das Wichtigste dabei ist unserer Meinung nach Personalisierung. Also auf den einzelnen Kunden eingehen. Nicht auf Zielgruppen, nicht auf Alt oder Jung, nicht auf Mann oder Frau, sondern auf jeden einzelnen Kunden, auf dessen Erfahrungen mit dem eigenen Unternehmen, auf dessen Interaktionen mit dem Unternehmen eingehen. Und der dritte Schritt ist dieser digitale Kundenzugang, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also Kunde kauft selber im Online-Shop ein, Kunde geht selber ins Trainingsportal, auch Online-Banking. An dieser Stelle ist der wichtigste Erfolgsfaktor Akzeptanz. Wir müssen das so machen, dass der Kunde diesen digitalen Zugang nutzen möchte. Nutzt er ihn nicht, können Sie noch die tollsten Sachen machen, es bringt Ihnen nichts. Nur wenn Ihre Kunden und eine Vielzahl Ihrer Kunden diese digitalen Zugänge nutzen, umfassend nutzen, haben Sie einen vollen Vorteil erreicht. Und dann in der Analyse, in der Datenverarbeitung ist das Wichtigste Strategie. Was wollen Sie eigentlich erreichen? Was können Sie noch alles erreichen? Und da kommen die ganzen Dinge dann wieder mit rein, die hier gerade gesagt haben. Aber da sind wir jetzt schon wieder fast bei dem kompletten Kreismodell von der Professor, oder?